Ich hab keine Karten, brauche ich auch nicht. By the way, ich bin auch ein totaler Held. Ich habe einfach mal vergessen, meine Aufnahme zu starten. Sieht man mal wieder, wie professionell ich bin. Es gibt also keine Berichte darüber, dass ich mich selber als Depp bezittelt habe. Sehr gut. Nee, und wir haben keinerlei Beweise über die Sexualität des Hamsters. Aber der Hamster ist sexuell. Ich meine, er nimmt das ganze Ding in den Mund, die ganze Länge. Das ganze Ding, den ganzen Arm. Sehr gut, du erinnerst dich. Natürlich. Auch wenn ich mich nicht erinnern will, meistens. Husch. Ja, da, ne. Oh fuck. Au. Bist wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe für sowas. Nee, ich glaube, ich bin echt nicht die Zielgruppe. Das ist immer so diese typische Ausrede. Du bist nicht die Zielgruppe. Arschdoktoren? Ein Arschdoktor? Nero oder Kyrie? Also Kyrie ist die Zielgruppe. Bei ihr will mich sowieso fragen, was bei DMC 5 kommt mit ihr. Au. Ob sie entweder mit einer Shotgun rumläuft oder so. Ob man sie tatsächlich mal nützlich gemacht hat. Oder bleibt daheim und wischt die Garage. Mann, der macht nur Sauerei, der Mann. Achso, er hat gerade seinen Arm verloren, aber Mensch. Meine Güte, jede Woche ist was mit dem. Immer der ganze Arm. Mann. Alles dreht sich bei diesem Mann nur um diesen Arm. Der arme Arm. Ja, ohne Scheiß. Habt ihr mal gesehen, wie es bei Hamstern aussieht, wenn die versuchen zu fressen? Es ist so putzig. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, am schönsten ist es, wenn sie es einstellen. Das Zeug wieder raus und sie schieben es einfach wieder rein. Der endlose Zirkel. Circle of Life. Ah, wobei ich gerade überlegen muss, wie hieß nochmal dieser eine YouTube-Kanal. Da gibt's einen, der kocht ganz, ganz kleine Portionen für seinen Hamster. Wie hieß der nochmal? Wenn ich das höre, weißt du, woran ich denken muss? Hm? An eine Szene aus Rick and Morty. Nee, ist halt wirklich so. Der Typ kocht wirklich so Mini-Portionen von noch regulärem Essen. Enchiladas etc. Ja, das habe ich mal gesehen. Putzig. Ich komme uns zwar nicht auf den Namen von dem Kerl, aber das ist so niedlich. Nur so ein scheiß Hamster hockt und eine Enchilada frisst. Tortilla. Tortilla, der Hunde. Algebra, der Hundenkönig. Keiner versteht ihn. Der gute alte Pythagoras. Alter, ich habe meinen Mathelehrer dafür damals gehasst. Mit dieser Pythagoras-Scheiße. Ich habe das so gehasst als Kind, ey. Säurefallgrube, aber das ist illegal. Aha. Funktioniert nicht. Guess what? Ich hab hier einen Mega-Dino. Oh, der will mit dir Bekanntschaft. Es ist ein Dino. Also ich habe ein bisschen gelogen gerade. Sorry dafür. Oh, das geht doch nicht. Das ist Damage. Dino frisst Kampfjet. Legit. Wie im echten Leben? Wie im echten Leben? Dino frisst Kampfjet. Ich meine, hast du mal sowas gesehen? Hast du mal einen Kampfjet gegen einen Dino kämpfen sehen? Außer bei Transformers? Ja, Transformers zählt generell nicht. So, dass man das noch sagen muss. Also ich weiß noch, dass bei Jurassic Park mal ein T-Rex ein halbes Boot zerfetzt hat. Lass ich jetzt mal so auf gleicher Stufe laufen. Pacific Rim hatte auch sowas ähnliches, oder? Das sah für mich sehr Dino-like aus, ja. Ich meine, Kaiju ist kein Dino, das wissen wir mittlerweile. Da müssen wir auch nicht diskutieren drüber. Groß, ledrig, hat Zähne. Godzilla hat auch Flugzeuge gefressen. Ja, aber Godzilla ist kein Dino. Kommt drauf an, welche Timeline man nimmt. Godzilla ist ein Kaiju und Kaiju ist ein Kaiju.
Ja, in den ganz alten Filmen haben sie halt mal die Storyline so rumgedreht, dass er tatsächlich einer der letzten überlebenden T-Rex gewesen ist, wo in einem Atomgebiet war. Echt jetzt? Hm, und dann ist er halt mutiert, hat halt auf Rache gesonnen. Okay. Er ist halt durch die Stadt gestiefelt, bis er den einen Bonzen gefunden hat, der blöd vor seinem Fenster stand. Den kenne ich. Den kenne ich, der grüßt nie. Den esse ich jetzt. Ah. Da. Blonk. Finde ich ja schön, er hat jetzt ein scheiß Vieh beschworen, was erst gleich stark war und jetzt kriegt's von dem Vieh auf die Fresse. Ich mag ja eigentlich keine Zwillingsmonster, aber wenn es halt nichts anderes zu essen gibt. Dann ist er halt Zwillinge. Ja. Der kleine Hunger. Dass Elfenzwillinge nie zu einem Zwillingsmonster geworden ist, wundert mich. Die Karte nicht so toll war. Damals war es ein mächtiger Klopstock. Hm. 1900 ohne Summoning? No. So viel zu meinem Perfect. Danke, Bitch. Alter, dir klatsche ich eine. Ach ja, die guten alten Anfänge, wo 2500 noch fucking episch waren. Hm. Und wo ein weißer Drache schon als overpowered galt. Und heute, ich mach jetzt meine Algebra-Berechnung mit den Füßen zuerst kopfüber an der Decke kleben bei Vollmond in Ziegenblut. Ich hoffe, du hast heute nichts mehr vor. Hol dir einen Kaffee, ich bin bald fertig. Mein Zug ist bald vorbei, lass stecken, ich geh nach Hause. Geh SpongeBob gucken. Dude, also wenn du fertig bist, ich würde jetzt dann gerne auf meinen Zug. Also ja, also ich komm morgen wieder. Du kannst dich von mir flüchten. Gib mir die Kurzfassung, morgen nach dem Mittagessen. Kriegst 2 Tage später eine SMS. Abgewonnen! Boah! Wie guckst du da? Ja, komm. Komm noch einmal gegen dich klatschen. Ich brauche alles an Punkten, was ich kriegen kann. Eigentlich, ich muss so oder so irgendwann hier grinden. Weil ich weiß, das Finale in diesem Spiel ist super unfair. Einfach, du musst 4 Duelle hintereinander schaffen, ohne irgendwie, dass sich deine Lebenspunkte erneuern. Das ist total busted, ey. Ach, guck mal, da ist mein Dino wieder. Gott, was habe ich halbwegs in diesem Deck? Yu-Gi-Oh! War immer so ein seltsames Konzept von Spiel. Ey, du magst Karten, ich mag auch Karten. Wir spielen dasselbe Spiel. Ich bring dich um, du Schwein. Ich mach dich fertig. Du wirst leiden. Ich meine, sollte man nicht froh sein, wenn man Freunde findet? Hast du dein Turbo-Duell-Deck angeguckt? Hab ich? Ich glaube, ich hab noch gar keins. Oder? Scheiße. Muss ich gleich mal gucken, weil ich glaube, es kommt gleich ein Turbo-Duell. Ja, aber Moment, hat er in seinem Turbo-Duell-Deck auch einen T-Rex? Oh, der ein Samurai-Deck. Ich habe nicht einen einzigen Samurai. Warum hat der Typ antike Regeln? Der spielt Millennium-Schild. Antike Regeln? Er spielt Cartoons? Das auch. Ich meine... Du hast antike Regeln im Deck und spielst fucking Millennium-Schild. Ich meine, klar, ich werde an diesem Scheißding wahrscheinlich über Stunden und Stunden nicht vorbeikommen, also... Er spricht aus Erfahrung, ich habe die Scheiße auch oft genug gespielt. Ich meine, mit Urknallkanone komme ich an eine 400. Ja, bei 2,8, das reicht ja so auch nicht. Ich kann seine anderen Viecher wegklatschen dann. Komm, Drachen-Eis. Piss dich weg. So, du magst es also gern, Verteidigung scheiße zu machen? Hier. Urknallkanone ist zwar ein bisschen blöd auf ihm, weil wegen das, aber... Piercing Damage ist Piercing Damage. Du nimmst, was du nimmst. Du bist, was du bist. Gieß diesen miesen Riegel. Der macht deine Knochen kaputt. Musst du Runden abwarten, bis du eine Zauberkarte spielen darfst. Ja, aber nur gewisse, soweit ich das mich in Erinnerung habe. Es gibt halt diese Turbo-Zählmarken-Dinger da.
Bis zu welchem Punkt der Story geht das eigentlich? Ich glaube, das ist ein eigenständiges Ding. Und dann, wenn man wirklich Plot handelt, nur bis zum ersten. So bis zur die erste Staffel. Also am Ende stehen die alle da, machen Karten, alles voll unrealistisch, kam nicht so im Spiel vor, alles total Marketing, Ende. Richtig, total Mörgenhörgen. Irgendwann kam Kyberboy vorbei und dachte sich, ich habe jetzt ein Wünsch dir was, Deck, Ende. Kyber kam in 5Ds? Nö. Wollte gerade sagen. Ich kann es gerade nicht beschwören, aber ich meine nö. Ich meine, ich baue mir hier einfach gerade eine Masse an Monstern auf. Ich meine, ich habe bis jetzt um 19 Uhr eh nichts vor, also ne? Wenn du mich weiter mit deinem dummen Millennium-Schild nerven willst, gut, ich hab Zeit, Kumpel. Blitzeinschlag, na schau mal, na guck, das können wir doch nächste Runde machen und dann überfahren wir ihn. Mit Gaia, dem Edgelord-Ponyhof und meinem Dino-Drachen-Ding. Und ja, es ist ein Dino-Drache. Es ist eine Eidechse, die Feuer kotzt. Das finde ich jetzt nicht so cool, was du da machst. Ja, da kann ich hier nichts. Wähle Monster-Tribut. Ja, hier. Hab den da. Sackgesicht. Ich spiele Obi-Hörnchen im Angriffsmodus. Ich meine, 5Ds war so eine der Staffeln, wo ich nie wirklich viel geguckt habe. Muss ich mal ganz ehrlich sagen jetzt. 5Ds ist immer so ein bisschen an mir vorbeigefahren. Vorbeigefahren. Ich meine, es war nicht schlecht, sie hätten einfach nur früher aufhören. Stimmt, das Ende war ziemlich lächerlich, so wie ich das gehört habe. Ja, das Ding ist, nach diesem komischen Inga-Maya-Liniengewichse hätten sie echt aufhören sollen. Danach haben sie nochmal so diese komischen Cosplayer-Clowns da reingearbeitet. Das hat's echt kaputt gemacht, das ging einfach zu lang. Sechstel fand ich ein bisschen lustig. Ich habe aber das Interesse verloren, wo es denn langsam hieß, ja, wir sind eine Space-Rasse. Und ich so, wait, what? Klar. Ja, ihr seid what? Was seid ihr für Flitzflöten? Hyperspace. Was seid ihr für Flitzflöten? Ach, come on. Ich meine, Sechsel hat mit einem der geilsten Archetypes rausgebracht. Nämlich hier Photondrachen. Ohne Scheiß, ich mag die Photondrachen-Archetypes. Man, das Ding sieht cool aus, es schmeckt gut. Bei mir ist es eher so Sternstaubdrache und Co. Du meinst dein Dickpick-Dragon? Hat du was gegen meinen Dickpick-Dragon? Ich habe überhaupt nichts gegen deinen Dickpick-Dragon. Wollte schon sagen. Du nimmst nicht meinen Dickpick-Dragon in den Mund. Das hat er auch nicht vor. Oh yes, mein Lieblings-Footballspieler. So. Oh nein, Verwandlungskrug. Oh Kumpel, wem willst du damit Angst machen? Ah, ein Gefäß. Ah, eine Tonne. Ich habe Angst vor Vasen. Vor allem eine Sache, wo ich ja lustig finde an sich, ne? Ist euch mal aufgefallen, dass jede Yu-Gi-Oh!-Staffel den Punkt erreicht haben musste, wo der Protagonist böse wird oder zu einem Edgelord? Morgen ist Inspektionstag. Oh, scheiße. Hätte vielleicht speichern sollen. Euer Tag. Ach so, okay, das war ein ganzer Tag. Okay, ich gehe mal. Tschüss. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Wäre vielleicht eine Idee gewesen. Ich meine, Yugi hatte seine ganze Phase, wo er das Orikalkos einmal hatte. Da haben wir gedacht, so Mensch, scheiße. Jaden war auf einmal ein dunkler Overlord. Dessen Cape von Mutti gebügelt wurde. War Yusei auch mal böse?
Nö, Yusei war jetzt klassisch gesehen nie böse, aber eigentlich von sich aus edgy. Er war so von sich aus edgy, lassen wir gelten. Ich meine, der Typ war im Knast. Denn Yuma war an einem Punkt ein ziemlicher Edgelord und ein ziemlicher Power Ranger. Yuya war ein Edgelord und irgendwie der Neueste, der hat irgendwie noch nicht wirklich was zu tun gehabt. Oh nein, es ist die Polizei. Lalila. Alles nur nicht die Polizei. Ja, eben, Yuma ist zu einem Dark Super Saiyajin geworden und sein Space Alien Sperma, was er da hatte, hatte auch irgendwie eine dunkle Seite. Was er in seinem komischen Schiff gehaust hat und sich gedacht hat, Troll. Kommt dann und wann mal raus, wenn ich denke mir so, boah. Ich lasse jetzt mal Yuma komplett abkacken. This is my off-damage. This is my after. Oh nein! Nein, hol! Nein! Denk I am Power Buttercorn! Das möchte ich als Deckthema. This is my after image. Weißt du, nur dieses eine fucking Basishühnchen, das du mit einem Haufen Karten aufpowerst. Moment, fütterst du gerade dein Hühnchen mit Korn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ganze Korn! All of the corn. Ah, fuck, ich muss mich konzentrieren hier. Ah, scheiße. If everything fails, just deep throw the corn knob. Alter, ich hoffe so sehr, dass sie mal noch eine Werbung davon machen, die einfach nur One Piece verarscht. Das wäre schön. Ich meine, wenn ihr immer denkt, das lässt sich hier einfach fahren, you are wrong. You are so wrong. Vor allem, ich finde, das ist ein ziemlich sauberer Müllkanal. Die waschen halt ihren Müll, bevor sie ihn wegwerfen. Ja, ich merke schon. Also dafür, dass das an sich eine Müllstadt ist, so Müll, dass sich ihr Protagonist ein Mülldeck bauen musste. So müllig, dass ihr immer noch die Vogelscheuche hasst? Ich weiß nicht, warum. Wohl jeder hasst Eisenschrott-Vogelscheuche. Ich benutze sie. Ja, und ich weiß, warum. Eisenschrott-Vogelscheuche nervt. Ja, du kennst meine Strategie zu gut. Je nachdem, wie viele von diesen Scheißdingern du hast, kannst du ein oder zwei Angriffe einfach mal negieren. Er hat Erfahrung. Hi. Es geht einem überhaupt nicht auf den Piss oder so. Ja, dir vielleicht. Oh, ich werde das nicht vergessen. Oh. Oh, Bubu. Oh, doch kein Turbo-Duell. Oh shit, aber offenbar... Und jetzt plötzlich ganz random diesen Truck aus Sonic Adventures sehen da ja. Oh scheiße. Illegale Eindringlinge, also ich bitte euch. Wie illegal könnt ihr sein? Du wirst meine Karten konfiszieren, aber das können die doch nicht machen. Okay, das waren jetzt ein bisschen länger gedauert. Oh, Keks ist wieder da. Na, schmecken die Kinder? Ja. Bin am Stream, by the way. Aber, ja. Das juckt mich aber auch nicht, weil ich jetzt sage, wahrscheinlich will Hu mich jetzt dafür umbringen. Ich mache mich jetzt fertig und gehe zum Training. Das ist dein Arm. Aber post mir nicht wieder Bilder von wegen, mein Arm tut so weh. Meinem Arm geht's gut. Aha. Möchtet ihr lieber, dass ich zu Hause bleibe? Dein Arm. Ich werde nicht sagen, ich hab's dir gesagt, aber ich hab's dir gesagt, egal was passiert. Nee, aber nee, wir machen heute oder so nur kurz Training. Aber ein bisschen muss ich machen. Na gut. Ein bisschen bewegen. Also hinsetzen, Klappstuhl aufklappen, zugucken. So in etwa. Gutes Kind. Du darfst. Wir hören uns später. Bis nachher. Ich werde es keine 2 Sekunden aushalten. Seufz. Ich find's schön. Jetzt bin ich im Knast und mir wurde gesagt, ein neues Booster Pack ist verfügbar. Und ich denke mir so, ich bin im Knast.
Ja, ihr fightet mit Karten im Knall. Mein, daran erinnere ich mich sogar noch in 5Ds. Das war sehr merkwürdig. Hey, ich habe hier ein Booster-Pack. Was bist du bereit dafür zu machen? Ja, wenn du auf einmal Seife aufheben musst für ein Duell-Päckchen, ey. Sind auch alle so super nett hier. Kickmann. Was soll ich mit Kickmann? Kicken. Was soll ich mit dem Kick-Mitarbeiter? Ich werde diese Teile kaputt machen. Roar. Kickmann. Also wenn du irgendwann Mönch anfangen solltest. Ja, eben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann einen Mönch mache. Geiles Deutsch. Cool, den Typen haben sie einfach mal komplett vergessen zu übersetzen. Ist doch nice. Ey, den haben sie einfach. Der ist einfach nicht übersetzt. Nach dem Motto, ne. Vielleicht spricht auch eine Fremdsprache. Ich höre Schreie. Geil. Ah, ein Boosterpack wurde geöffnet. Nicht schon wieder, Kickmann! Warum habt ihr eigentlich nicht alle diese Dual-Disc-Pose, wenn ihr überhaupt keine Dual-Disc habt? Wir duellieren das. Man hat mir meine Karten weggenommen, Dipshit. Du kannst sie doch verstecken. Ich will gar nicht wissen, wo ihr euer Deck versteckt habt. Ich spiele meine Karte im Angriffsmodus, die ist total braun, ich erkenne gar nichts. Ich habe mir ein Deck geliehen. Warte, habe ich gespeichert? Ich gehe nochmal zurück und check das. Oder Captain Hierarchie sagt sich nö. Geht auch. Das ist auch eine Möglichkeit. Ist hier irgendwas, was ich da vielleicht ein bisschen... Ist das jetzt so ein random designtes Deck, was ich gekriegt habe, oder ist das fest? Ich kann ja auch hier speichern. Wahrscheinlich irgendwie so als Anlehnung auf das, was er sich da im Knast zusammengeschnort hat. Stimmt, der musste sich da ja irgendwie Dings... Die haben ihm ja alle Karten random in die Hand gedrückt, damit er gegen den Opuzzi da kämpfen konnte. Ich kann trotzdem noch nicht in mein Deck gucken, was? Überraschung. Okay, dann wird's halt ein... absolutes Überraschungsding. Geil. Das Deck war schlecht. Geil. Der Typ, der das gebaut hat, sollte verknastet werden. Oh, oh Scheiße. Da kannst du wenigstens sagen, die haben das auf die Schnelle im Gefängnis zusammengewürfelt. Was war die Entschuldigung in der Akademie? Was ist Chumleys Entschuldigung? Hier werden Karten geschmuggelt, ja. Antike Schätze. Wenn ein Deck schon so heißt. Okay. Dunkles Magiermädchen sehe ich und Megawandler. Hast du auch einen Blubbermann? Ich sagte, welche Bubblemann sehe, ne? Ich schmeiß das Ding raus. Monster Reinkarnation, Truppen im Exil. Aber Blubbermann wurde von einer Hauptfigur gespielt. Die kann nicht schlecht sein. Also, so wie ich die KI kenne, wird sie sowieso nicht mit Jiragumo angreifen. Bist du dir sicher? Ja, Jiragumo ist immer für die KI meistens zu riskant gewesen. Vor allem, wenn es ein Verteidigungsmonster ist. Wink, wink. Wink. Problem ist, Dark Magician Girl wird mir hier auch nichts bringen gegen das Ding. Naja, Brust im Gefängnis also, hm? Ja, trotzdem. Ja, ich glaube nicht. Oder greift er an? Nee, war mir klar. Oh Gottes Willen, das ist ja auch scheiße. Ich könnte mit Truppen im Exil könnte ich einen von den beiden wegballern. Er den Ork, weil der Ork ist nicht so schlimm. Mit Jiragumo kann ich noch dealen. Weil wenn er den Effekt aktiviert und sich sagt so, haha, ja Mensch,
Und dann verliert er, sind einfach die Hälfte seiner Lebenspunkte weg. Das Ding geht nur im Verteidigungsmodus, da habe ich nichts von. So. Megawandler heben wir uns auch mal auf. Weil sollten wir auf die Fresse kriegen, können wir einfach die Seeschlange megamorphen. Und dann sagen wir einfach, haha, double the power, double the fun. Problem ist, Dark Magician Girl bringt mir gerade gar nichts, leider. Staubtornado, wie passend. Bringt mir leider auch nichts. Ich bezweifle. Nee. Ach, guck mal. Er hat mit seinem Staubtornado mein Staubtornado kaputt gestaubt. Kann man doch nicht machen, das ist illegal. Oh. Werden wir mutig. Hey, Superboy. Und hey, Neo Shadow. Du kommst ja doch nur so mutig vor, weil einen Schlagstock hast und ich nicht. Oh. Er hat sogar Tragödie, ernsthaft. Warum hat der Tragödie? Alter, ernsthaft? Maske der Finsternis? Was soll ich mit fucking Maske der Finsternis? Gleich kriegst du noch ein Kuribo. Das Gefühl habe ich ja auch langsam. Mein Kuribo, du, weißt du, du machst wenigstens etwas. Maske der Finsternis, ich krieg eine Fallenkarte wieder. Das ist geil, ich krieg meinen Staubtornado wieder. Jetzt ja das Einzige, was noch nutzloser wäre, wäre ein... Und was ist mit dem Typen mit seinen Haaren? Oh. Das musst du dich in der Serie immer fragen. Verteidigungsposition, Zerstörer ist geil. Seine Viecher sind nicht in Verteidigungsposition. Das ist eigentlich irgendwie so bezeichnend für Yu-Gi-Oh! In jedem anderen Anime hast du immer so, okay, das ist die Hauptfigur, die hat bekloppte Haare. Jetzt gucke ich mir Yu-Gi-Oh! Bekloppte Haare. Ja, jetzt gucke ich mir Yu-Gi-Oh! An. Alle haben bekloppte Haare. Ich könnte die Schlange raushauen und sein Tragödie... Nee, ich kann Tragödie nicht mal wegballern. Das Problem an der Sache. Ich kriege eigentlich ihn hier. Geil, ich kann ihm 100 Schaden machen dafür, dass ich mehr auf die Fresse kriege. Das ist gerade echt ein Problem hier. Ich will ja nicht sagen, dass dieses Deck scheiße ist, aber irgendwo ist es ziemlich scheiße. Du meinst, im Gefängnis ist es unfair? Ich habe das gehört, dass... Wieso ist das Ding auf einmal stärker? Ja, wenn dieser Karte für jede Karte in deiner... Ups. Ups. Mach die hier kaputt. Hau halt das hier. Yeah. Okay, Tragödie ist dann doch ein größeres Problem, als ich gedacht. Okay. Oh. Miau. Ist es nicht technisch gesehen Angriff wiederholen? Müsste er nicht nochmal eine Münze flippen? Jetzt habe ich ein Problem. Oh, was macht er denn jetzt? Ah, geil. Koki. Noch ein Problem. Force-Angreifer, ich krieg einen Hals. Okay, aber ich habe eine Idee. Dark Magician Girl, ne? Eine wunderbare Karte. Ich könnte mir Truppen im Exil wiederholen und sein Tragödia wegballern, aber... Krieg ich nächste Runde trotzdem hart auf die Schnauze. Aber sein Tragödia ist eigentlich ein Mega-Problem.
Ja, ich könnte Megawandler auch auf ihn einsetzen, aber das löst leider jetzt gerade trotzdem meine Probleme nicht. Du könntest auch 63 mal auf ihn einstechen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, Hol. Ich glaube, ich will mir drum in Maxil zurück. Oder ist ein Gefängnis, sei kreativ. Ich tue es nicht, ist auch nur okay. Mach halt Magic Jammer, ist vollkommen okay. Guck mal, jetzt hat sein Tragödie nämlich nur 600. Schau mal einer, guck. Unfassbar. Dann habe ich eine andere Idee. Denn jetzt gerade ist er so, ist er sowieso vom Lebenspunktefaktor unter mir. Das heißt, seine Viecher würden stärker werden. Aber ich muss ja mich jetzt gerade mal irgendwie wehren hier, also. Warum kriegt diese Karte eine Animation? Bodenlose Fallgrube, okay. Ich darf halt gar nichts machen, ist okay. Ist cool. Das war's. Ja, das war's. Greif doch einfach an, du Hirngeburt. Musst du dich unbedingt wieder wie eine Kant benehmen, oder was? Klingt ja beinahe, als wär's geskriptet. Ich mach erst 10.000 Züge und dann mache ich das, was ich eigentlich schon von Anfang an hätte machen können. Fucking Dipshit. Ach, da haben die Leute das in Online-Spielen her. Ja. Not good. It's not good enough. War das jetzt story-relevant oder? Ist scheißegal, da wären wir nochmal. Ich jetzt gehen. Oh, du bist genau wie all die anderen Duellern. Du Scheiße. Pff, nö, ich darf einfach durch die Gegend laufen und es nochmal versuchen. Mensch, ja. Was sollst du sonst machen? Heimgehen? Das Deck war schlecht, ich will's doch mal zerstören. Das Deck war scheiße. Das Schlimme ist, ich muss ihm zustimmen, das Deck war scheiße. Und der kriegt natürlich dann alles, was ihm da, ne? Was ihm irgendwie zugute kommt. Fallgrube, Magic Jammer. Alles, was weh tut. Alles, was schmeckt. Ich krieg denselben Trash nochmal. Der Attacke dieses Monsters um 500 Punkte. Ja, geil. Schieferkrieger ist so dumm. Das könnte sein, das kommt was zu. Ja. Schieferkrieger ist dumm. Fahren wir mal sicher. Oh, was ist das? Köderpuppe. Einer verdeckten Falle, falls das Timing nicht korrekt ist, annulliere den Effekt und zerstöre sie. Alter, why would you? Warum würdest du sowas in dein Deck nehmen? Das ist genau wie ich Jaden immer fragen muss. Alter, wieso spielst du Neos und Elementarhelden im selben Deck, du Schmugglord? Und Bubbleman. Und Bubbleman. Warum der Bubbleman drin hat, ey? Das will mir nie in den Kopf, warum fucking Jaden Bubbleman im Deck hat. Voreiliges Begräbnis. Ja, komm. Einfach mal gucken. Ich hab bei Jaden echt so den Verdacht, der hat sich die Viecher einfach nur nach Motiven zusammengewürfelt. Das glaube ich manchmal auch. Okay, ich hab einen Dark Magician. Ich hab auch einen weißen Drachen im Deck. Aber weißt du was? Ich hab Initiationsfee, Lilly. Ich hau mal den schwarzen Magier auf den Friedhof. Da ist er mir nämlich vom Mehrwert aktuell. Ja, dann wollen wir mal gucken. Dann ist das Gefühl, dass das wieder was Böses ist. Sehr Böses. Das macht es mir so schwierig. Ich kann Köderpuppe aktivieren. Ja, Timing falsch. Fallgrube. Ja, fuck you. Fallgrube you. Das ist die Wii U-Version davon. Vor allem, ich liebe ja die KI, ne? Dass sie einfach mit solchen Monstern einfach nicht angreift. Das haben sie irgendwie aber auch durch die Bank durchgezogen. Bei Monstern, wo auch einen negativen Effekt haben beim Angreifen, ja. Ich
Ne, ich erinnere mich jetzt da noch an diverse GBA-Teile. Da war es auch nicht anders. Auf Menschenfresserkäfer, nice. Just what I needed. Ah, keine Ballistenkäfer. Mhm. Wenigstens eine Karte, die mir hier was nützen kann. Ja. Wenn er jetzt mal aufhören würde, Monster über 2000 immer auf dem Feld. Ja, geil, greift den Menschenfresserkäfer an. Finde ich cool. Mach das nochmal. Aha! Der Go Fuck Yourself Effekt aktiviert sich und schiebt dein Vieh dahin, wo die Sonne nicht scheint. Lang lebe der Fick dich weg, Käfer. Oh, hat er jetzt. Hat er nicht gemacht. Nee! Der haut jetzt nicht mein. Natürlich haut er meinen schwarzen Magier aus dem Spiel, ne? Sackgesicht! Weißt du was? Du spielst niemals im Verteidigungsmodus. Hier, Schildschuss. Pickkopf, ey. Weg damit. Was war denn das? Seuchen verbreitender Zombie. Ah, cool. So viel das. Weißt du was? Nö. Wie nö? Oben im Exil. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders hier, du Schmugglord. Hier. Pack dir deinen Knochen-Zombie-Fuck sonst wohin. Nicht mit mir. Na gut. Kreaturentausch. Ja, danke. Thanks for the trash. Hat der Kreaturentausch? Hey, ich glaube, er hackt bei dem Jungen. Wer fährt denn sowas? Ich glaube, die Uniform spannt bei dem. Aber auch. Hier, komm. Nochmal Fallgrube? Ja, fick dich weg. So. Und jetzt wird's schief. Schiefer Krieger. Jetzt fick dich weg. Yay, ich hab Damage gemacht. Ich versuche mich gerade zu erinnern. War der Direktor in dem Knast nicht so Mr. Teen Fett? Ja, irgendwie sowas. Ein dicker Mr. T. Erinnerungen. Geil. Er ist minus 1 gegangen, um literally Müll wieder zu beschwören. Yay. Finde ich gut. Unser Müll muss schöner werden. Man kann Ausgänger nicht angreifen. Ach geil. Das bringt's mir jetzt. Oh, warum soll ich dich beschwören? Habe ich überhaupt eine Falle, die mir irgendwas bringt? Nö, ich habe gar keine Falle. Ich meine, wenn ich Glück habe, habe ich ihn jetzt in einem Endlos-Loop, wo er immer Karten abschmeißt, nur um dieses Scheißding wieder zu beschwören. Outsmarted. Die KI, outsmarted. Man sieht immer richtig, wo das Spiel anfängt zu arbeiten. So. Was machen wir denn, Noobob? Du bist im großen Bildschirm. Ich bin im großen Bildschirm. Bin ich jetzt im Fernsehen? So, dann müssen wir jetzt reinlaufen. Wie Breitbild? Passt er nicht seine Schultern mal rein? Bin ich jetzt im Fernsehen? Ah, ich krieg die Dinger trotzdem, weil die auf meinen Friedhof kommen. Was hast du davon? Das ist jetzt mein Allergikum. Oh, was denn los? Hast du nix? Oh, Mensch. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Tut mir leid, ne? Hier, Staubtornado. Ist nicht so toll, ne? Das kannst du doch nicht tun. Das war ein Magic Jammer. Och, Mensch. Magische Marmelade. Im Universum gibt's nur einen Mann, der unverfroren genug ist, mich mit Marmelade zu bombardieren. Yusei! Auf dem ganz großen? Wie jetzt? Hä? Guck dir den auf den Mond oder was? Hast du mich irgendwie ins Kino gehackt oder so, oder was? Times Square gehackt, überall nur Shadow. What the fuck? What the fuck? Why he speak German? What is this German asshole? I don't like him. Speak English, Kant. Wir alle wissen, die ticken so. Ja.
ist nicht meine Sprache. Sprech Englisch, Gott. Sprich die besteste aller Sprachen, Arschloch. So in etwa, ja. Oh, Bonko. Aber warte mal. Wenn sie gerade mit einem Monster vom Typ Krieger oder Hexer kämpft. Ja, genau, da war doch was. Das Ding war so fies. Aber warte mal. Also entweder kriege ich dadurch jetzt gleich arg. Ne, warte, er. Warte mal. Jeder Spieler wird ein Monster, das er kontrolliert, und ihr tauscht die Kontrolle über die Monster. Ja, also darf ich bestimmen, was er kriegt. Oh. Ich hoffe, du bist nicht allergisch, Junge. Komm, ich will das Ding nicht sehen. Ich habe nämlich vergessen, ob der Scheiß ewig wird oder nicht. Also gehe ich auf Nummer sicher. Also Kieber, das musst du mir jetzt mal erklären. Was zur Hölle hast du gemacht? Wahrscheinlich einen Beamer angeschlossen. Ja, aber ein Beamer ist ja technisch gesehen kein Bildschirm. Dann halt die ganz große Leinwand. Oder einen großen Fernseher. Hm. Wirkt ewig? Okay, dann habe ich verkackt. Sorry dafür. Dann habe ich abgeschmatzt. War mir jetzt nicht mehr sicher, ob Kreaturentausch ewig... Irgendwie jetzt nicht nett. Auf ewig! Gut, verschwende deine Säurefallgrube für den Blödsinn. Das ist mir doch Wurst. Krieg mein Staubtornado wieder. Nicht ganz Kino-Level, aber schon. Ich hab dich gerade auf einem Fernseher auf normalerweise PS4 zocker. Das Ding ist nicht klein. Ah! High cool. Definition! Dann kannst du ja nicht mal seine Poren zählen. Okay! Ich glaube, ich habe gewonnen. Yo, ich will mal dein Ryo-Koks-Ding. Also warte mal, rein technisch gesehen bist du endlich im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Yay. Ich bin jetzt im Fernsehen. Hast doch deine GZ bezahlt und Sendeplatz. Nö. Das kannst du doch nicht tun, du Arschloch. Muss man unbedingt die Dings hier... Diese Voicelines, die man immer hat, muss ich mal umändern. Oh oh, winke winke. Oh oh, winke winke. Oh no. Oh no! Eigentlich ist es so der passende Spruch, wenn die üblichen Verdächtigen wieder Boss werden. Oh no. Oh no. It's him again. Ach guck mal, Yusei haben Sau reingebuchtet. Warte mal. Option. Editiere festgelegten Text. Yes. Ach so, nö, warte mal. Oh, ich darf nichts selber schreiben? Oh, echt? Komm schon, Baby. Oh, nee. Hm. Wo kann ich einen auf Kaiber machen? Du bist ein drittklassiger Duellant mit einem viertklassigen Deck. Ich dachte, ich kann selber was schreiben. Mann. Oh. Ey, das ist ja voll doof. Wo ist Draw Monster Cardo? Komm. Das ist ja doof. Ich dachte, ich könnte meinen eigenen Kram machen. I am disappointed. Hehehe, du wirst verlieren. Nee, Kaiber zieht seine Worte nie so lang. Kaiber weiß nicht mal, wie das geht. $5. Nee, das auch nicht. Irgendwas? Kann ich hier irgendwie hin?
Abgeschlossen. Da ist nicht mal eine Tür, das ist einfach nur ein Gang. Auch an sich hast du nicht viel verpasst. Also, ich baller nur hier so ein bisschen. So. Sie haben ihn beim Motorradfahren erwischt und dann hieß es Urknast. Wir möchten leben. Was ist mit meinem D-Runner passiert? Was ist mit deinem passiert? Wie hast du deine Karten hier reingeschmuggelt? Ich hoffe nicht wie der letzte, das hat gestunken. Siehst du diese Frisur? Da ist eine Menge Platz. Chef sucht mich, ist mir doch egal, ob Chef mich sucht. Der Klops kann... ne. Oder besieh mich ein Duell, egal was du tust, du bist Abschaum, Wollt ihr heute unbedingt sagen, wieso gegen mich ein Duell? Klar, los, Alter. Also wenn der Direktor vor einem Knast so auf dicke Hose bei seinen Gefangenen machen muss, ich will jetzt nicht sagen erbärmlich, aber erbärmlich. Geh und hol dir Karten. Ah, cool. Auch ihn auch freilassen? Och, why not? Was bist du denn für ein Chef? Ja, den lassen wir frei. Komm, den auch noch. Ach, komm. Du bist super nutzlos. Dein Deck ist richtig scheiße. Aber Chef, sie dürfen diese Leute nicht freilassen. Wieso? Was haben die getan? Die haben Karten gespielt. Oh, eines Tages. One day, I will kill you all. Doch, was ist hier? Wenn deine Tochter nicht meinen Chef bumsen würde. So in etwa. Ja, das ist ein Massenmörder. Wird freigelassen, wenn ich ein Duell gewinne. Klingt sinnvoll. Was hat er mir jetzt geliehen? Was habe ich bekommen? Booster Pack ist nur im Dings verfügbar. Ich bin im Knast! Bück dich und wünsch dir was. Krieg ich jetzt wieder so ein Bootleg-Deck oder was? Boobsleg. Woo. Hey, weißt du, ich krieg wahrscheinlich nur solche Bootleg-Monster. Wahrscheinlich. Das sind Pokémon-Karten, verdammt! Haha! Ich beschwöre Glumanda im Angriffsmodus! Wie? Das kann ich nicht machen! Goddammit! Das ist ein Digimon! Das ist Agumon! Hola! Hola! Ich spiele Freezer im Angriffsmodus! I am Power! Bist du jetzt gerade in deinem Knast, wo du die Karten holen musst? Ja. Ihr habt ja mal ein Foto vom Channel geschmissen, das war für schlechte Qualität. Warte mal, das will ich tatsächlich mal sehen. Wenn meine Maus sich auf irgendwas reagieren würde. Die ganzen Knastis haben doch nur diese Fake-Holo-Karten damals mit diesem Regenbogen-Glitzer-Effekt. Oh, diese richtigen Fake-Yu-Gi-Oh!-Karten, die immer... Oh ja. Die verwaschen aussahen und diesen komischen, diesen Kreiselglitzer Sie sahen einfach nicht aus wie richtige Yu-Gi-Oh!-Karten. Mhm. Oh, wie cool, ich bin im Fernsehen. Das ist ja cool. Geil. Das ist ja cool. Nicht das Fernsehen! Mama, da ist so ein komischer Mann im Fernsehen. Ich kaufe einen Y-Bob. Ich glaube, ich muss den Kerl mal ein bisschen leiser machen, warte mal. Sekunde. We can fix this. So. Den müssen wir leiser machen? Nee, schon gut, alles gut. I fixed it. Ich? Ja, muss man mich leiser machen? Nee, ist gut, ich hab schon. Jetzt dödel nicht wieder dran rum, sonst muss ich das wieder hin und her schieben. Rumdödeln? Hin und her schieben, hin und her schieben, hin und her. Ach, fick dich doch. Andy, einen anderen Channel schieben? Sekunde. Nein! Also Karten geliehen und ein Deck vervollständigt. Jetzt duelliere ich mit dem Chef. Okay. Cool. Mal gucken, was ich jetzt. Klingt unfair, finde ich gut. Du musst kämpfen, ich guck zu. Wir lassen drei Insassen frei, wenn du ein Duell gegen mich gewinnst.
Mhm. Richtig. Du meinst es, wenn ich gewinne, dann lasse ich trotzdem 3 Gefangene frei. Wer ist einfach danach? Irgendwie müssen wir uns beschäftigt halten. Wie kriegt der Kerl eine Dual Disc an seinen Arm? Tüttelband. Ich meine ja nur. Ist custom made mit Flex Tape. Rate mal, warum, was das um seine Handgelenke ist. Ah. I see. Gehirnkontrolle. I saw direct in hell. Oh Gottes Willen. Was ist das denn jetzt? Hä? Oh, Waboku. Sehr toll. Was ist das denn jetzt? Oh, Ketten. Ganz viele Ketten. Was machen die? Entweder das Befall sind nicht angegriffen, was kannst du deinen Gegner oberste Karte erhöhen? Aha. Ja, dann natürlich gerade alle auf einmal gehabt. Mhm. Ja. Hat er alle getopdeckt. Mhm. Ja. Das Gegner ist durch Karteneffekt auf den Friedhof gelegt. Der Film geht da 300 Schaden zu. Ja, du mich auch. Alter. Warte mal. Dann kam vom Deck deines Gegners. Ach du. Immerhin habe ich Waboku. Mann, das verhindert jeglichen Schaden. Kampfschaden. Ne, Kampfschaden, scheiße. Gibt da noch eine verbesserte Version von Waboku, die verhindert jeglichen Schaden. Blablublu. Blablablub. Er hat ein Nervdeck, ja. Ich sehe das jetzt schon. Das Spiel will mir offenbar klar machen, dass er die drei Karten einfach mal getopdeckt hat. Ah, das Schöne ist, dass Riesenratte nicht aktiviert werden kann, wenn du ihn mit Drillwald zerstörst. Fancy. Damit hat er nicht gerechnet. Damit hast du nicht gerechnet. Doch. Oder ein Tune Warrior. Ja. Wir laufen so gegen das Serie voll aktiviert 1000 Schaden zu. Elf Meteoreinschlag, schön. Oh ja, das wird noch hilfreich sein. Klau das Monster, hol dir den Super Tyranno. Eben, ja, genau. Warum ist mir so kompliziert? Klau sein Dino. Wo ist das Problem? Ich klau sein Krieger. Und mach daraus ein Dino. Das will er mich aufhalten oder was? Ich meine, seine gesamte Zone ist voll mit Müll bislang. Der Dino-Kriecher. Vor allem, du kriegst nur noch plus 100 Angriffspunkte dadurch. Das ist so gut. Was kannst du nicht machen? Der Dino-Kriecher, der Redegol. Wieso 100 Angriffspunkte? Ja, du hast ein 2600er Monster dafür geopfert und kriegst ein 3300er Monster. Ach so. Du hast also plus 100 gemacht. Dann machen wir nochmal Piercing Damage. Ja. Machen wir zwar noch nicht, aber es muss ja knallen, ne? Aufhalten kann er mich nicht. Dino! Ballern. Was will er machen? Seine Wachen auf dich hetzen? Ballern! Er hat nur eine Karte auf der Hand, also... Es schien mir ja zu Anfang ein sehr witziges Top-Deck zu sein, aber jetzt sehe ich mir so, ja, well, das ist ein bisschen Shit, ne? Ich meine, du hast deine super tollen Ketten, die dir jetzt im Nachhinein Jack Shit bringen. Oh, setz was in Verteidigungsmodus, sehr schön. Und, ah ne, warte, ich Special Summon den einfach, hau das Ding in die Tonne. Hau dir noch den Trickreichen dazu. Denk mir jetzt, boah, mit dem Ding jetzt mal richtig schön Piercing Damage knallen. Ballern! Ballern! Ba-ba-ba-ba-ba-ballern. Ba-ba-ba-ba-ballern. Oh. Oh, cool. Was zur Hölle ist das? Ja, geil. Das bringt dir jetzt auch was. Gut, gehst du halt nächsten Runde drauf. Und er ballert. 1000 Damage, schade. Ich habe überlegt, auch in die Main Phase 2 zu gehen, aber ist ja Blödsinn. Ich kann ihn ja nicht killen damit. Oh Mensch, er hat gar nichts. Kraft der Magie!
Uff. Okay, komm. Just because. Oh, Kumpel, das wird jetzt knacken im Gesicht. 4800. Das wird knacken, Junge. Alter. Nun. Bisschen Overkill. Wer von denen hatte fucking Kraft der Magie, Alter? Also Tyranno MVP? Das gilt nicht. Natürlich gilt das nicht. Ausbruchsversuch, Tränengas. Senfgas. Boah. Oh, Junge. Zeit zu duschen. Das war gemein. Nani? Suppe? Ach, der Kerl. Goodwin. Der Goodwin, der Gutwille. Der Rex. Der Goodwin will weiter haben. Du hast Haus hoch verloren. Oh wow, er hat sogar tatsächlich gesehen. Du bist scheiße. Fließ durch deinen Kopf und Teil deiner Erinnerung ist zurück. Oh geil. All deine Erinnerungen kehren zurück. Das sind so viele Duschen. Der ist definitiv nicht böse, nein. Weiß nicht, wie er drauf kommt, dass der böse sein soll. Ich finde es halt immer schön, dass man die Bösewichte in Yu-Gi-Oh! Immer in den Augen erkennen kann. Oder wie extrem ihre Haare sind. Ich habe ja eben gerade schon zu Hol gesagt, ich fand es immer witzig, dass in Yu-Gi-Oh! Jeder Protagonist immer so seine böse Phase hatte. Ach ja, seine Edgy-Phase. Yugi hat sie ja konstant mit Yami Yugi, beziehungsweise Orichalcos Staffel, da wurde dann richtig aggro. Jaden war der dunkle Overlord. Was war ja mit Yusei? Da weiß ich gar nicht mehr. Also laut Hohl gar nichts. Der ist an sich crispy gewesen. Also er war im Knast, dann hatte er so seine ich mache jetzt Solo Ranger, weil meine beschützten Phase etc. Es kann sein, dass er im Manga vielleicht was anders gemacht hat, weil der Manga weicht also ein bisschen. Er war halt für sich die ganze Zeit durch so ein kleiner Edgelord, aber so jetzt wirklich bösartig. Du möchtest Godbert besonders die Öse. Angel, ich weiß ganz genau, wer es dir gesagt hat. Es war Keks. Objection. Der Typ ist ertrunken und dann wieder aufgestanden. Was war dann? Dann war Yuma, keine Ahnung. Ich habe XDs nicht gesehen. Ich glaub, der war so Dark Sechsel auf einmal. Dann kam Yuma. Yuma hatte auch praktisch eine. Nicht Yuma. Erzähl ich denn mal. Yuya. Der hatte auch eine Edgy-Szene. Ich glaube, wenn ich jetzt das spoilern darf. Darf ich spoilern? Spoiler. Der war sogar der Antagonist am Ende. Oh, cool. Also der Hauptprotagonist war der Antagonist. Er musste dann von den anderen Protagonisten besiegt werden. Ja, und jetzt Arc V ist noch nicht offensichtlich, wer da wirklich der absolute Bösewicht ist, beziehungsweise der Hauptprotagonist ist auch so ein Yusei. Der ist auch so, ich musste alles alleine machen, aber ich habe meinen besten Kumpel, der mir beim Hacken hilft, aber das war's dann auch. Das Ding ist irgendwie, bei 5Ds war es eigentlich so das Gefühl, jeder aus seiner Klasse irgendwann mal böse war. Ist ja kein Wunder. Wenn man arm ist, dann wird man auch halt böse. Oh, arme Leute böse. Mein Jack war, ne? Was zur Hölle bist du? Ich find's immer geil. Es gibt immer dieselben Leute, nur haben sie oft eine andere Hautfarbe oder andere Haarfarbe. Ja, klar. What the fuck? Sind halt die Color Swaps. Wappel. Machen wir ein Duell-Puzzle? Oh ja, toll. Ach so, okay, wählen eine Aufgabe. Machen wir mal die erste. Ich glaube, die geben gut DP. Ja? Wenn das nicht zu schwierig ist, mal gucken. Das
einfach. Die ersten paar easy, aber dann wird es schon mal wirklich ein bisschen kniffliger. Okay, der hat 3 Marshmallows, 4000 Life Points. Dieser Karte, wann immer eine Zauberkarte aktiviert wird. Ach du Kacke. Was habe ich in meinem Friedhof? 2 Totendiener. Wenn diese Karte mal beschworen wurde, zerstöre diese Karte. Moment, wett. Diese Karte mal so. Aha. Gegen ein Lichtmonster kämpft ein Fan aus dem Spiel. Okay. Effekt jeden Lichtmonster, diese Karte. Wird. Knallkanone. Deine Hand zurück aufs Deck, mische deine anschließen. Kannst du eine Zauberkarte negieren, eine Zerstörung nehmen, zwei Karten. Aha. Ich glaube, du musst dir 2 extra Züge erspielen durch den Topf und dann mit der Urknallkanone irgendwie draufballern. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin ganz einfach mal. Der Effekt dieser Karte erinnert sich abhängig von der Anzahl von Finsternismonstern auf deinem Friedhof. Warte mal, sind das alles? Ach so, warte mal. 5 oder mehr. Du kannst diese Karte auf den Friedhof legen, um alle verdeckten Monster zu zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Oh, neat. Ergo, wenn ich es schaffe, 5 Darkness-Monster hinzukriegen, wo ich auf meiner Hand habe. Kannst du irgendwas vom Deck entfernen? War Naturia Beast nicht so was? Was irgendwie was vom Deck wegschmeißen konnte oder so? Nee, ich kann damit Zauberkarten negieren und diese zerstören, indem du die obersten 2 Karten deines Decks auf den Friedhof legst. Ergo, ich müsste Topf der Großzügigkeit machen. Mhm. Dann die deine eigene Urknallgedöns negieren. Und dann dieses Monster beschwören, was sich selbst zerstört, wenn es gespielt wird. Verstehst du? So wirklich, glaube ich. Warte mal. Ich muss mal erstmal gucken. Was, wenn es gegen diese Karte kämpft? Das bringt mir alles nichts. Also, ich schätze mal, ich muss wirklich 5 Monster auf dem Friedhof kriegen. Dann ist leer. Er ist dann noch da. Dann sind wir bei 2. Kommen wir aber auch nicht hin. Hier 2 sind 4, 6. Doch, warte mal, das reicht doch. Der hat doch nur 4000. Ergo, ja. Ich muss nur 5 Monster auf. Also, ich muss nur meine Viecher runterkriegen. Aber die Frage ist, wie werde ich jetzt noch ein Monster los? Wieso? Ist doch easy. Benutzt Top der Großzügigkeit, schmeißt die 2 Monster von deiner Hand aufs Deck. Außer dein ganz linkes, was sich jetzt zerstört, wenn du es normal beschwörst. Stimmt, das muss ich einfach nur normal beschwören. Ja, und dann hast du 5 auf dem Friedhof, wenn du dann mit Naturia Beast deine eigene Urknall-Dingens negierst. Stimmt, jetzt Topf der Großzügigkeit. Hey, Sonic Stall. Jetzt habe ich 2 Karten in meinem Deck. Jetzt müsste ich Urknallkanone aktivieren. Das hier mit negieren. Ja. Genau. Ob sein Effekt nicht. Aber achso, er ist dann weg. Na, aber reicht doch. Das stimmt, reicht doch. Wie sollten der jetzt. Ach, weil das immer wechselt, ja. Mhm. Klar. Battle of Phase. Naturia-Monster sind manchmal ein bisschen weird zu verstehen, aber. Ich habe mich gerade gewundert, wo soll denn der restliche Schaden herkommen, aber dann ist ja dieser Käfer noch da. Der Beetle! Der Beetle! The Beatles! Beetle, 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 Beetle! Korrekt! Okay, 100, das ist gar nichts.
Ja, aber für so ein kurzes Ding oder so. Ja, aber... Ich glaube, die späteren geben mehr. Ich glaube, das geht so bis 300 oder so für ein Rätsel. Wenn du wirklich weißt, wie... Ja. Wieso sind deine Antwortmöglichkeiten manchmal französisch? Weiß nicht, ein Typ vorhin war nicht mal übersetzt. Der war noch Englisch. Oh, neat. Gute Lokalisation, hat man gut getestet. Richtig geil. Warte mal, ist da hinten ein Shop gewesen? Ich will unbedingt wieder mal Karten kaufen. Ich hab das, ich vermisst das. Das hier ist eine Tonne. Das hier. Tonne! Kann ich nicht. Das ist eine Tür, die nicht funktioniert, okay. Tonne! Ja, Tonne! Was seid ihr für welche? Tonne. Vor allem wieder er hier mit noch merkwürdigeren Haaren. Wieso, ist doch ganz normal im Yu-Gi-Oh!-Universum. Ja, eben, also dieses Anime-Klischee, der Typ mit den komischen Haaren ist die Hauptfigur, funktioniert hier nicht. Nee, nicht wirklich. Vor allem jeder hat einen gebrochenen Arm. Weil sie alle, ja, weil sie alle mit dieser Dual-Disc-Pose rumrennen. Ich warte ja nur drauf, dass sie sich irgendwann so einen Chip reinjagen lassen, wo einfach so Krammer zurück. Meinst du, die haben sich damals so eine Yu-Gi-Oh!-Karte in ihre Fahrradspeichen geklemmt, um so zu tun, als ob sie auf Motorrädern wären? Das ist sowas von 70er Jahre, was du da willst. Ja, weil es, ich meine, ne? Aber ja. Ja. Card Games on Bicycles! Ram, Ram, Yosei! Sind dann dauernd hingefallen. Someone ich fetch me a nipple. Ich hab mir meinen Fuß aufgekratzt, das wirst du bereuen, Straß. Eines Tages mache ich die Stadt kalt. Wow! Zur Hölle, wo bin ich hier? Das war deine epische Backstory, warum du böse wurdest? Ja. Hier ist einfach eine Truhe. Mechanischer Scharfschütze. Cool. Ich meine, das fand ich cool in dem Spiel, dass du einfach so random Karten finden kannst. Oder Duellpunkte. Das hatte schon irgendwo, das war irgendwo witzig. Hätten sie jetzt noch ein bisschen GTA eingebaut. Oh mein Gott, er knackt mein Auto. Ha, das Auto gehört jetzt mir und deine Karten. Und im Knast warst du ja schon. Ich finde halt schön, dass im Yu-Gi-Oh!-Universum halt wirklich alles über Duelle oder so entschieden werden muss. Und dann kommt irgendeiner mal mit einer Knarre. Okay, Duell. Ich meine, zieh. Okay, zieh. Ah, meine Niere. Du hast gesagt, wir sollen ziehen. Man muss ja ehrlich sagen, dass mit dieser Knast-Situation gerade war ja mit Karten noch lösbar. Wie machst du das im Pokémon-Universum? Was hast du Pikachu versteckt? Pika! Wenn Pokémon auf einmal Waffen sind. Wo hast du dieses Weilort her? Frag mich nicht! Gott, ist hier viel nichts. Ich will doch nur einen Kartenladen, Mensch. Hast du eine 4 Quadratmeter Zelle, wenn überhaupt? Und dann los, Weihnacht, ich möchte mit dir knuddeln. Auf einmal bist du nur noch ein Haufen Blut an der Wand, weil du vom Weihnacht zerquetscht wurdest. Ich will doch nur Karten kaufen. Das will jeder. Ich liebe ja dieses Bild, wo so ein Pikachu auf so einem Surfbrett, das sind dann Violet Used Body Slam. Das guckt dann so nach oben. Oh shit. Geschützturmkrieger. Ich weiß gar nicht mehr, was der machte. War, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich nicht irre. Ach, der. Ihr kennt das Artwork. Show them your junk! What? Warrior! Show them your junk, Warrior! Ich will doch nur Zeug kaufen. Ich will doch nur meine Dip ausgeben. Niemals. I want to people see my dip. No one wants to see your dip. Please look at my dip. No.
Oh ne, jetzt sag mir nicht, ich muss jetzt ernsthaft diese ganzen Duellrätsel machen. Alter, nee, don't want to. Löst mein Duellrätsel. Nee, komm. Löst mein Rätsel, Jose. Es gibt sonst keinen anderen Weg. Ah. Ich glaub, du musst 3 Stück oder so machen, stand da. Will aber nicht. Riddle me this, you say. Ja, er vertraut mir mit 3. Mann, oh. Na gut. Okay, er hat 700 Lebenspunkte. Gewinn in diesem Zug. Was haben wir denn da? Schwerkraftbindung. Ach, schau mal, na guck. Endymion. Was? Kommt so weit. Immer wenn eine Zauberkarte gegen eine Zauber. Zerstörte Zauberkarte mit 3000 Schaden. Feierliche Wünsche. Da, ich kann Decke meinem Karten. Genau. Mhm. Hey, aufschlagen! Paff! Fest in die Hand schlagen! Genau. Oh Mann, oh Mann. Landform. Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Eine Beherrschung dieser Karte Schaden erhält. Zerstöre diese Karte, falls er nicht mehr. Muss irgendwie Burn Damage. Irgendwie 700 Burn Damage. Wer macht denn hier 700 Burn Damage? Von deiner Handbeschwörung, indem du 6 Zauber zum Anfang deiner Hand verkonst. Diese Karte schlüsst du eine Zauber von deinem Friedhof hinzu. Aber dann kannst du eine Zauber der Abwehr von deinem Spielfeld zerstören. Ach so, warte mal. Glaub, ich verstehe. Aber warum habe ich hier feierliche Wünsche? Irgendwas wird bestimmt was kosten in deinem Deck oder so, damit du noch eine Karte ziehen kannst, also, damit du noch mehr Zauberzählmarken. Feierliche Wünsche, Landform. Auch wahrscheinlich Landform. Dann aktivieren wir das hier. Ich mach jetzt einfach mal drauf los. Jetzt hier eine Karte. Ah, dann hat er 1,7. Okay, ich glaube, ich verstehe, wohin das läuft. Oh, jetzt kriege ich wieder Lebenspunkte dazu. Das sind 3 Zauberzähnmarken. Hm. Jetzt rastet mein Turm wahrscheinlich aus, oder? Ja, jetzt rastet der aus. Ich nehme 3000 Damage, überlebe aber. Dank feierliche Wünsche. Jetzt kann ich ihn hier spezial beschwören, dadurch. Ja. Ich? Ja, ist es. Ich war dumm. Ich kann nicht angreifen wegen Schwerkraftbindung. Warte mal, oder? Du hättest dir Goblin holen müssen. Dann hättest du noch einmal gezogen und dann hättest du Endymions Effekt aktivieren können und dann. Aufschlagen, ja, dann hätte ich Aufschlagen benutzen können, das Ding wäre weg. Dann hätte ich direkt angreifen können. Ja. I fucked it. Warte mal. Nur mal aus. Genau, weil bei diesen Duellrätseln ist es meistens wirklich so, dass die Lebenspunkte genau auf 0 fallen. Ja. Deshalb ist das meistens so ein Indikator, was muss man tun. Ja, ich hätte also. Ey, warte mal. Hätte ich Goblin überhaupt machen können? Ich hatte doch nur noch 100 Lebenspunkte. Wieso? Goblin gibt dem Gegner 1000 Lebenspunkte. Ja, stimmt, ja. Ja, ja. Genau, dann hat er ja 2,7. Stimmt, und dann reicht ein direkter Angriff, ja. Gut, jetzt weiß ich es aber. Also, feierliche Wünsche. Landform.
Da ganz zu Anfang der Kram raus muss. Zitadelle von Digimon. Dann die Zitadelle. Frikadelle. Die Frikadelle. Dann kommt die Bulette. Dann brauchen wir mal alles in der Würstel. Dann kommt das hier. Ich darf eine Karte ziehen. Ja, jetzt wo man die Lösung hat, ist es simpel. So, hier. Kennst du dieses Video von dem Hund, der knurrt, aber sein Härchen drückt ihm den Mund immer so ein bisschen zu und dann klingt er so na 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 na. Ich kenne sogar die Version, da haben sie, oh, welches Lied war es nochmal? Ich glaube, was war denn nochmal? Das war denn nochmal dieses alte YouTube-Lied, was du praktisch an jedem, jedem Video gehört hast. Dieses So What You Say? Gibt halt so ein Remix von Tierlauten mit diesem alten Song. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da kam er auch drin vor. Genau, jetzt aktivieren wir das, legen die Karte ab, zerstören Schwerkraftbindung und fahren ihm ins Gesicht. Ja. Geil. Fahren. Ballern. Womit denn? Mit einem Uno-Kartenwerfer oder was? Das wäre doch mal was. So ein Uno-Kartenwerfer ins Gesicht schmeißen. Würde in dem Universum Sinn machen? Ich würde eigentlich nur Karten kaufen. Nochmal, oh, könnte Glück gewesen sein. Okay, wähl deine Aufgabe. Nimm Nummer 3. Nimm die 3. Okay, beide haben 3000. Ach du Kacke. Ach du Kacke, was haben wir denn hier? Ich hab 3 Synchromonster. Der Gekibrecher Kräfte rauben. Ui. Das Mächtigen für die Stufe. In meinem Friedhof habe ich einen Igel. Ich hab Sonic im Friedhof. Wunderbar. Glaube ich ihn am liebsten. Tot. Wann soll ich den Skill Drain benutzen? Gigibrecher? Hat eins deiner Synchro-Monster irgendeinen negativen Effekt? Warte mal, also. Hast du sogar eine Verteilung, dass ein Gegner kontrolliert zerstören? Nach Schadensbein alle Monster, auf deinen Gegner kontrolliert werden, ein Gegner fest zerstöre alle Monster. Kososala Clubman. Weil ich schätze mal, es wird Rotdrachen-Erzunterwäldler sein, den ich brauche. Wegen 3000. Ich habe keine andere Möglichkeit, ihm Schaden zu machen, soweit ich das weiß. Ich muss irgendwie... Seid ihr in der Verteidigung oder im Angriff? Das frage ich mich gerade. Du kannst... Bist so wie viele zerstören? 2, 3? Was sind deine 3 verdeckten Karten? Ich habe nur 3 Gekibrecher und was anderes gesehen. Also letztes Angriff zu viel sagen, diese Karte auf dem Spielfeld liegt, werden alle auf einem Monster auf dem Spielfeld Angriffsposition gebracht und ihre Position kann nicht geändert werden. Ergo. Na, wahrscheinlich sind die im Verteidigungsmodus, oder? Sieht so aus. Ich kann das nicht erkennen, das sieht alles so trashig aus. Nee, die sind im Verteidigungsmodus, weil ich glaube, der Modus, den die haben, wird auf dem Topscreen oder Bottomscreen oder was das ist, weißer angezeigt, ein anderes grau, gräulicher. So, ich dachte, das wäre, weil die auf 2000 runter sind. Das ist die Frage, was soll ich mit dem hier? Was soll ich mit dem Raumtaifun? Mein Gegenbrecher, ich habe Kräfterauben, aber warum soll ich Kräfterauben benutzen? Gibt es irgendwie was? Oh, ich weiß gerade nicht, ob es irgendwie was gibt, dass du. Kann man den Schraubenigel dann zweimal verwenden, wenn man Kräfteraum benutzt? Ich könnte Gojo-Wächter beschwören, dann einen seiner Viecher wegklatschen und bei mir beschwören. Naja, aber dann hast du halt. Sie mehr? Die Karte von Jack ist hier richtig. Oh
Okay, wenn das der Fall ist, müssen wir irgendwie an den hier kommen. Das heißt, wir brauchen Level 8. Level 8 und... Das Junk! Sind alle Monster. 6, 8, ja. Ich brauche also alle Monster auf dem Feld, um das hinzukriegen. Mit Turbo Booster kannst du, glaube ich, speziell beschwören, wenn du was auf dem Feld hast. Ja, falls du in diesem Spielzug ein Monster als normal beschworen hast, kannst du als Spezialbeschwörung. Ja, und Jumps. Kannst du diese Karte als Tribut anbieten, um ein Monster zu zerstören, das den Gegner kontrolliert? Das ist ja nicht wichtig. Aber ich versuche immer noch dahinter zu kommen, was ich mit Skill Drain soll. Ist da irgendwas, wo ich nichts mit anfangen kann? Das ist der Effekt von der Drachenkanone nochmal. Sie kann eins auswählen und dann werden sie dann zerstört. Ja, also der Effekt von der Drachenkanone ist Blödsinn, weil das ist ein Effekt, den er nur in seinem Zug aktivieren kann. Nee, aber wenn du es dir klaust, kannst du es da nicht aktivieren? Willst du mir denn klauen? Ich dachte, du willst immer noch Goyo-Wächter benutzen. Nee, also wenn mir gesagt wurde, dass die Karte von Jack hier richtig ist, dann... Nicht den Goyo-Wächter. Was bräuchten wir für den Goyo-Wächter? Level 6. Mal zum Bewachen. Das heißt, wir könnten... Nee, Level 6 können wir sowieso nicht machen, ohne mit dem, was ich vorhab. Das funktioniert sowieso nicht. Weil das ist ein Level 2er, Turbo-Krieger ist ein... Turbo-Krieger ist sowieso dumm. Das ist eine Normal Summon. Mit Gerümpel synchronisiert kriege ich noch eine Spezialbeschwörung raus. Ja, aber du willst ihn praktisch gar nicht normal beschwören. Du willst ihn ja direkt wegsynchronisieren, also. Ja, das Problem ist, dafür brauche ich alle 4 Monster auf dem Feld. Und da bin ich jetzt gerade noch überlegen, wie das geht. Also, Turbo Booster ist easy. Du schmeißt, glaube ich, mit Raigeki-Brecher oder so deinen Turbo-Krieger weg. Aha. Dann kannst du ihn nämlich durch Gerümpel-Synchronisierer vom Friedhof wiederbeleben. Dann kannst du auch Turbosynchron spezial beschwören und den Igel spezial beschwören. Dann hast du 8 alle 4 Monster. Stimmt, der Igel war ja so. Falls du ein offenes Empfänger. Ja, genau. Aber immer noch, wozu Skill Drain? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich fahre jetzt einfach mal, würde ich sagen, ne? Wir machen jetzt einfach mal. Ich mache jetzt mal Raigeki-Brecher. Leg Tempo-Bilbo ab. Zerstör. Warte mal, ist das hier für alle? Jede offene Karte, die den Gegner kontrolliert, verliert 100. Das ist ja Blödsinn. Das kann ja bleiben. I don't care. Nein. So, das ist einer. Wir ignorieren jetzt einfach mal Skill Drain und letzter Angriffsbefehl, würde ich sagen. Na, erstmal ja. Dann machen wir jetzt erstmal ihn hier. Yes. Damit holen wir uns jetzt Turbo-Krieger. Ja. Achso. Nein. Ja, das ist ja nicht wichtig. Jetzt kann ich ihn hier Special Summon. Bevor du gleich synchronisierst, was war der Effekt von Rotdrachen Elst Unterwäldler? Gucken wir mal. Zur weiteren? Nein. Bitte. So, dann schauen wir mal. Oh, warte mal. Deswegen Skill Drain, weil ich ihn jetzt hier beschworen habe. Oh, ich glaube, ich verstehe. Ich mach das jetzt mal. Der Glaube, liebe Kinder, versetzt Zwerge. Ja, aber den einen bräuchte ich ja zur Not. Ich mach das jetzt mal so. Die Karte ist, by the way, fucking badass. Oh, Drachenherz und Drachen, ne? Tübe, Turbosynchron. Ja, gut, das haben wir dann falsch gemacht. Ja, da habe ich es jetzt falsch. Tribute Turbo Synchron, um mit Goyo sein letzte. Ja, aber ich krieg Goyo doch gar nicht hin!
Gojus, Gojus ist Stufe 6 Monster. Ja, aber du hattest doch gerade einen Dreier Tuner und einen Level 1 und einen Level 2 auf dem Feld. Ja, aber ich brauche doch Turbo Booster, wenn ich da was zerstören will. Oder warte mal. Oh, warte mal. Ich habe gerade eine andere Idee. Nee, die Idee ist doof. Oder? Hau ihm mal in die Fresse, einfach nur Begründung. Weil. Einfach weil. Ich habe eine Idee, volle Pfunde aufs Maul. Hat's funktioniert? Angriff zerstörte alle Monster in Verteidigung, aber es bringt mir dann ja nichts. Wahrscheinlich muss ich Gojo dann auch noch synchronisieren. Ein Synchromonster synchronisieren wahrscheinlich. Aber das kann ich ja nicht. Nee. Das ist scheiße. Kann ich nicht einfach weiter Spaß haben? Aber Kniffeln macht Spaß. Die anderen werden nicht leichter sein. Ja, Benny, beim Kniffeln kannst du auch König werden. Sollen wir bei dem bleiben oder sollen wir ein anderes lieber versuchen? Probier nochmal da weiter. Ich meine, ich denke, wir waren da ziemlich nah dran. Also, überlegen wir das mal anders. Denken wir mal, dass wir mit denen hier allein schon ohne den Igel. Nee, der Igel ist auch kein... Ach, shit. Mein Gedanke wäre sonst gewesen, erst Gojo und dann mit Gojo dann den Erzunterwäldler holen, aber... Das geht ja nicht. Ist keiner von beiden ist ein Empfänger. Oder ist Gojo ein Empfänger? Nee, ne? Glaube ich nicht. Nee, ist keiner. 100 Attacke für jedes Monster vom Typ Krieger in allen Friedhöfen. Ganz bestimmt, wie das gelegt wird. Vielleicht brauchen wir auch den kolossalen Kämpfer. Diese Karte hält 100 ATK für jedes Monster vom Typ Krieger während auf allen Friedhöfen. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre ein Monster vom Typ Krieger als Spezialbeschwörung von einem Friedhof eines beliebigen Spielers. Das könnte auch sein, dass man kolossaler Kämpfer irgendwie in ein anderes 2800er Monster reincrashen lässt, indem man mit mystischer Raumtyphon den diese Zauberkarte, die du hast, zerstörst, sodass beide wieder 2-8 haben mit kolossaler Angriffsbefehl, sind beide im Angriffsmodus, klatschen ineinander und dann kannst du auch irgendwie dann wieder was beschwören. Ja, aber ich glaube, das ist Blödsinn. Warum liegt hier Skill Drain? Das will mir nicht in den Kopf. Warum liegt hier Skill Drain? Welchen Effekt sollte man negieren? Ich guck jetzt nach. Du guckst jetzt nach. Ich grübel ihn jetzt einmal weiter, weil. Wie gesagt, es gibt zwei Karten, wo für mich nicht ins Konzept passen: Letzter Angriffsbefehl und Kräfterauben. Der letzte Angriffsbefehl macht für mich wohl Sinn. Ja. Weil du, wie gesagt, dann, wenn du einen kolossalen Kämpfer draußen hättest und ihn dann mit. In eine andere XYZ-Drachenkanone reinrennen lassen würdest, haben beide 2-8. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Vermisstest du vorher mit dem Staubtyphon die Bürde des Mächtigen zerstören? Genau. Aber der kriegt ja auch nochmal mehr Angriffspunkte durch Krieger auf dem Friedhof, was dann ja auch der Blödsinn Fall ist. Ja. Jetzt Zero, moin moin. Deswegen. Skill Drain. Skill Drain höchstens für diesen Koloss, aber. Was heißt der nochmal Rätsel auf Englisch? Jesus. Riddle? Ja, irgendwie. Clue? Riddle? Eine Clue ist ein Hinweis. Hm. Hast du nie Clues gehört? Okay, so. Puzzle war's. Puzzle, genau. Ja. Uyo ist. Uyo hat auch 2-8. Problem ist, er hat 3000 Angriff.
Nerv! Mann, macht das Spaß. Wir halten das Spiel an für Rätsel. Andy guckt doch schon. Ja, der, schon. Der kann mir das, glaube ich, besser sagen. Das ist ein Dual-Puzzle. Es gilt, um den ATK-Boost vom kolossalen Kämpfer zu negaten, aber warum? Warum willst du den Boost negaten? Damit du halt wirklich mit 2-8 in einen 2-8er reinrennen kannst. Das Problem ist, okay, wenn ich sie vorher in Angriff switche. Was brauche ich für den Kolossalen? Dumpfbacken. Achter. Also einmal alles. Alle. Okay, warte mal. Wir fahren mal. Oh no. Ich habe einen Angriffsmodus. Space Typhoon erstmal die Bürde des Blödsinns. Dann drei Geki-Brecher. Packen den hier weg. Ballern damit einen von den Viechern weg. Nein. Ah, ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Ja, also ich könnte es dir jetzt sagen. Okay, lass mich nur dann meinen Versuch einmal fertig machen. Und wenn ich dann höchstwahrscheinlich falsch liege, dann darfst du es mir sagen. Ja, oder Angel hat es mir gerade auch nochmal geschrieben. Toll. So geht's auch. Ja, ich hatte jetzt ein Video, was ich jetzt noch nach zitiert hätte. So geht's auch. So, also ich will gleich den kolossalen Klopsi beschwören. Ach, Kurzduelle heißen die. Blöd. Kurzduelle? Furzduelle? Furzduell. Kolossaler Dicklord. Ich glaube, beschwören kolossalen Dickpick-Dödel. Machen Skill Drain. Und ich glaube, ich bin falsch gefahren. Jetzt greif daran ein. Jetzt angreifen, ne? Ja. Meine, das glaube ich fast richtig. Ja, aber dann. Ja, dann gehen beide kaputt und dann aktiviert sich der Effekt von kolossaler Kämpfer. Okay. Weil er nicht mehr auf dem Spielfeld ist, glaube ich zumindest. Ja, aber. Moment, das heißt, ich könnte ihn jetzt nochmal. Oh. Ja, das ist jetzt ein endloser Zombie, der immer wieder aufersteht. Und dann fehlen mir am Ende aber Lebenspunkte. Und dann fehlen ein paar Angriffspunkte, um ihn komplett zu killen. Ich weiß warum. Ich habe die Bürde, weil ich die Bürde zerstört habe. Nee, die Bürde musstest du jetzt zerstören, sonst hätten die ganzen nur 2000 Angriffspunkte gehabt. Ja, aber wenn ich ihn jetzt wieder beschwöre, dann habe ich nicht genügend Angriffspunkte. Naja, also irgendwo hast du wohl einen Fehler gemacht. Also irgendwo fehlen mir jetzt 200 Punkte jetzt. Naja. Aber wie gesagt, ich habe hier die beiden Sachen, ich hab hier nebendran dann auf. Kannst du ja dann mal sagen, was du dann falsch gemacht hast gerade? Ja, warte, ich mach mal Endphase und dann. Irgendwas von meinem Dings machen können? Okay. Jetzt haben wir diese. Warum fragst du mich dann? Ja, wahrscheinlich, wenn du zu lange irgendwie A drückst oder so, sagt der halt manchmal. Ja. Schlecht. Ich kann dir nicht vertrauen, wenn du dumme Rätsel nicht lösen kannst. Ach, ja, ich weiß, was du falsch gemacht hast. Das wird gleich auch offensichtlich im ersten Zug. Okay, schieß los. Also, du aktivierst drei Geki-Brecher und wirfst den Tempokrieger ab, um Bürde des Mächtigen zu zerstören. Ich bin so dumm, warte mal. Oh. War gerade zu voreilig. Boah, mach doch! Ey!
Du Scheißding! Schlecht. Mit drei Geki-Brecher die Bürde zerstören? Ja, damit du nämlich später den mystischen Raumtyphon hast. Ah, ja, natürlich. Du hast einen Endlos-Loop, natürlich. Oh, jetzt, wo du es mir so sagst, ne? Jetzt, dann macht auch natürlich Sinn. Jetzt macht alles auf einmal Sinn. Natürlich, du benutzt drei Geki-Brecher hierfür, damit du den Raumtyphon für Skill-Drain hast. Naja. Och, natürlich. Also jetzt weißt du auch, was du machen musst. Also. Ja, jetzt weiß ich's. Die Bürde mit drei Geki-Brecher zerstören. Was eine Bürde. Dieses Duell. Ja, klar. Jetzt kann ich in die Viecher reinrennen, ohne dass es stört. So. Müssen wir erstmal den großen Klumpi rausbringen. Boah, ey. Dödel. Dödel, Dödel. Möchtest du was an Ketten? Möchtest du was an Ketten? Möchtest du was an Ketten? Ich hab gehört, du hast was an Ketten. Kette dich gleich an. Ich hab gehört, du stehst auf Ketten. Ich hab gehört, du magst Ketten. Ich finde das lustig, dass mittlerweile solche Karten hier wie Kettenschlag oder so, mittlerweile verboten sind, weil sie im heutigen Meta einfach zu stark wären. Ist schon krank, ne? So, wenn du so mit irgendwie hier mit den, wie hießen sie nochmal? Ich habe schon zu lange wieder kein Yu-Gi-Oh! Mehr gespielt. Meine Idols da. Insekten-Idols, wie hießen sie nochmal? Trickster. Wenn du so mit Trickster spielst, die haben ja manchmal Ketten in ihren Zügen, dass die sind dann irgendwie bei Kettenglied 7 oder so, und wenn du dann Kettenschlag oder so aktivierst, machst du damit irgendwie schon 2100 Schaden oder was weiß ich. Aber ja, jetzt macht's Sinn. Der Typ kann sich immer wieder neu beschwören. Ja, wenn er halt zerstört wird. Das ist schon echt krasses Bouncing, ey. Mhm. Aber das ist halt jetzt, passt jetzt halt nur, weil die beiden halt genau gleich viel Angriffspunkte haben. Mhm. Wann hast du so eine Situation schon mal, dass du konstant einfach immer 2000 oder 3000 Angriffspunkte auf dem gegnerischen Feld hast, in die du immer wieder reinrennen kannst? Mag aber die XYZ-Drachenkanone. Ich mochte das Kartendesign davon immer. Ja, mittlerweile kann sie ja das halbe Alphabet damit beschwören. Ja, A, B, X, Y, Z, 10, A, 9, Plakat 98 und so. Ich beschwöre meine WTF-Drachenkanone. Ne, V, W, X, Y, Z. So war das. So, und jetzt hat er 3000 und wir hauen ihn weg. Hauen ihm in die Fresse. Wir mal mitten in die Fresse rein. Na, 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 na. Brutal Kondon. Brutal Kondon. Jetzt machen dann auf einmal auch alle Karten Sinn. Wenn du diesen Punkt hast, wo du dir sagst, so, ja, gewisse Karten machen keinen Sinn, dann hast du es falsch gemacht. Naja. Es gibt bestimmt noch andere Lösungen, da wo du auch mit dem Rotdrachenerzunterwäldler und so weiter und so fort das gewinnen könntest. Aber das war so eine der offensichtlichsten. Offensichtlich. Möchtest du danach nicht googeln? Ich steig auf, aber ich werde mich nicht festhalten. It's gay. Bett. Cool, jetzt ist er mit mir durch die halbe Stadt gefahren. Moment, hattest du jetzt schon 3 Stück? Ja, das waren 3. Echt? Ich dachte, du wärst bei 2. Nee, das war das dritte. Ach, krass. Das erste war das mit den Darkness-Dingern. Das zweite habe ich auch selber vergessen. Ach, das mit dem Magier. Ach ja, Endymion, stimmt, da war ja was. Domian. Bin froh, dass wir allesamt das langsame Gehen beherrschen. Das ist das Spannungsbogen. Doch plötzlich war alles so langsam und dann ging auch noch mein Schuh auf. Ich muss unbedingt mal wieder der Wichser gucken. Boah, was war das nochmal für ein Film? Ein deutscher Film hier, Verarsche von Edgar Wallace. Edgar Wallace. Boah, ich hab's mal gehört, aber. Bastian Pastewka.
Ich habe mein Deck immer noch nicht? Alter, ist... Wow. Wir brauchen keine Strategie, wir brauchen einen Raketenwerfer. Alternativ gebe ich mich auch mit den Maschinengewehren aus Killer Kills. Falschgeld drauf. Ein paar Karten rein, Ende. Ich spiele mein Deck im Angriffsmodus. Da, 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 da. Soll ich jetzt gehen? Ja geil, hier ist ein Shop, das ist ja wundertoll. Wie hieß das nochmal? Oh, wie hieß der Anime nochmal? Wo die ganzen Leute einen Orgasmus kriegen, weil sie das Essen von dem Koch essen. Food Wars oder so? Ja genau, Food Wars, danke. Ich dachte Food Porn. And a gun! Jetzt war hier... Assassination Classroom. Genau, das war's. Den muss ich auch mal unbedingt gucken. Same. Ist lustig. Ich such mal ein Englisch. Shokugeki no Soma. Das war's. Shokugeki? Halt. Ja, Shokugeki. Ist halt Food War auf Englisch. Also. Auf Japanisch. Shokugeki no Soma. Oder Food Wars. Und dann, weil Soma ist, glaube ich, der Protagonistenname. Deshalb no Soma ist halt dieses Food Wars mit Soma. Schoko Dingster, no Gordon Ramsay. Ich fand das so gut, als sie dann wirklich so Soma aus Shokugeki no Soma oder Food Wars so an den Herd gestellt haben und im Hintergrund haben sie Gordon Ramsay reingefotogeschaut. Oh, ich erinnere mich, an die Stelle erinnere ich mich, ich muss jetzt ein Duell mit einem Structure Deck machen. Das ist total blöd. Und welches? Es sind noch eine der ersten. Ja, welches? Weil bis zu einem bestimmten Punkt habe ich noch mitbekommen. Mache ich untersuche hier Structure-Duelle. Hey! Ich mach gleich bald Essen, ne? Also nicht wundern. Essen. Essen. Weil ich habe nämlich auch langsam Hunger. Essen. Willst du gegen mich ein Structure-Duell antreten? Als ob ich eine Wahl hätte. Und also das. Also ich habe hier Dragon's Roar, Zombie Madness, Blaze of Destruction, Fury from the Deep. Warriors Ach, Triumph und Spellcaster's Judgment. Oh, warte mal, es geht noch. Oh, das geht. Oh mein Gott, wie viele gab das? Ja, es gibt sehr viele. Wieso klang jetzt gerade die Hälfte von dem wie schlechte Trash-Metal-Bands? Invincible Fortress war dumm? Also, ich glaube, mit dem Zombie-Deck hast du am meisten Durchschlagskraft und kannst das Duell am schnellsten gewinnen. Es gibt zwei, ist das Problem. Ich meine, das ist eher eine der ersten. Gibt doch noch Rise of the Dragon Lords, The Dark Emperor, Zombie World, Spellcaster's Command und 5D's Starter. Ich glaube, ich nehme Zombie World. Du kannst entweder Zombie World oder weil du halt so ein Rotaugenmenschi bin, dein Rotaugenmenschen-Deck nehmen. Fun Fact, das Rotaugendeck ist scheiße. Ja, leider. Das Bossmonster ist Darkness Dragon und Darkness Dragon ist einfach nur ein Beatstick, also. Muss man ja mal leider ehrlich bleiben. Ich meine, ich liebe den Rotaugendrachen und ich liebe auch den Finsternisdrachen vom Design her, aber es ist unglaublich scheiße. Ja, manchmal frage ich mich wirklich, warum sie hier bestimmt Karten nicht noch so einen extra Effekt gegeben haben. Ich meine, du kannst dieses Monster beschwören, nur wenn du ein Rotaugen vom Feld opferst. Ist schon speziell genug. Also mit dem Rotaugendeck ist das easy, aber... So, und dann hast du einfach nur einen Rotaugen, der mehr Angriffspunkte bekommt für jeden Drachen auf dem Friedhof. So, was haben wir denn hier? Felper hier. Spielverzauber können nicht zerstört werden, sondern spielen sie. Cool. Aktiv, indem du ein Zombie-Monster mit einem Angriffswert von weniger als 2000 Punkten in deinem Feld auswählst, diese Karte kann dein Gegner. Oh, das Ding. Ja, man kann so einen Monsterstufe für deinen Zombie, das kann zerstört werden. Hauen wir erstmal dich raus. Hier ist nochmal der Typ in Food Wars, der nie was anhatte. Der nie was anhatte, was? Ja, es gab jemanden, der hat wirklich konstant höchstens so dieses
Kennst du dieses Leibchen, so praktisch dieses Handtuch, was die sich einfach nur um die also um der geschnürt haben? Also der Lendenschutz, der noch nicht mal komplett rumgeht. Also dieses Handtuch an der Schnur. Genau. Sowas hatte der wirklich konstant eigentlich nur an. In ihrer Ernst zu nehmen, den Küche hätte er nicht rausgeprügelt. Ah, Satoshi. Satoshi Ishiki. Der kriegt 1000 auf die Fresse dafür? Das hat sich ja richtig gelohnt, Jungchen. 1000 auf die Fresse. Immer 1000 in die Fresse rein. Ja, von dem Zombie, das durch Kampf zerstört wurde. Ruhe. Warte mal. Vom Friedhof deines Gegners. So, ich kann damit also gar nichts anfangen. Das ist ja Ballen. Das ist dumm. Oh, das ist blöd. Warum bist du so blöd? Warum bist du so dumm? Ich hatte damals tatsächlich keine Structure Decks. Oh, ich habe mir damals fast jedes gekauft mit einem Kumpel zusammen. Also er hat immer eins gekauft, ich habe das andere Gegenteilige bekommen, weil die ja immer so im Zweierpack rausgekommen sind. Ja, und heute spielst du als Deutsche. Ja, ich ganz ehrlich, ich würde mal Deutsche so gerne im Leben besitzen, aber die Dinger sind so teuer. Und so deswegen spielt keiner mit dir. Ist doch gar nicht wahr. Doch. Oh Gott, der Junge Vor allen Dingen, mein Deutscher hat so 50-50 Chance, dass es funktioniert. Das ist mir 50 zu viel. Fuck. Aber ich find's ja cool, dass sie hier die Structure Decks wenigstens anerkennen. Mhm. Vor allem, ich wusste nicht mal, dass die so weit gegangen sind mit den Structure Decks. Dachte, die hatten immer nur die ersten. Nö, nee, also. Da war einiges dabei. Keine Karten auf der Hand hast. Ja, wunderbar, das habe ich nicht. Ja, das wird schwierig bei zwei Level. Level 6 und im Level 7, naja. Ups. Ich kann ihm direkt einmal auf die Schnauze hauen. Nur um dem Jungen meinen Punkt klar zu machen. Wobei, die sind jetzt beide im Verteidigungsmodus. Ich kann ihn also trotzdem hauen. Hau ihn trotzdem. Hau ihn jetzt. So ein Ogre hat natürlich 0 Verteidigungspunkte. Wäre das jetzt hier Overwatch-Logik, ne? Fudoshi heißt dieses Leibchen. Ah. Beim Boss. Halt. Fudoshi. Fudoshi oder Fundoshi? Fundoshi. Bulma? Für alle Leute, die schon mal wissen wollten, wie dieses Taschentuch an der Schnur heißt. Taschentuch an der Schnur? Mehr ist es nicht. Womit Leute ihr Gemächt im Japanischen zensieren, das heißt Fundoshi. Aber Moment mal. Funfacts, die keiner wissen will, mit Andy. Bist du Auron oder was? Andys modernes Leben. Ich bin das Nein, Gegenteil von Auron. Ich bringe euch Funfacts, die ein Mann eigentlich gar nicht braucht. Also du bist wie Auron. Ich merke gerade selber, wie ich mir selber ins Knie geschossen habe mit weiß nicht, Maske Aurons, der Beblödung. Aurons kann man eventuell schon mal, ne? Ja gut, wenn ich wissen muss, an welchem Tage ich am ehesten eine Leiche loswerde in Berücksichtigung auf das Pilzvorkommen. Ja. Hey. Wenn du bei ihm aufpasst und später ist eine Apokalypse und das Einzige, was du zum Essen, zum Auswahl hast, sind Pilze. Du kannst die giftigen von den nicht giftigen identifizieren, dann sagst du danke, Auron. Scheiß auf Pilze, Kannibalismus, Baby. Aber wird man da nicht krank? Mir fällt jetzt erst auf, warum Ektoplasma bei ihm nicht prockt. Es kann ja nichts tributed werden. Deswegen prockt der Scheiß bei ihm nicht. Ektoplasma ist doch sowieso so eine Schwachsinnsattacke. Ektoplasma ist unglaublich dumm. Weil also wenn du nichts hast, was sich konstant wiederbelebt, dann bringt der Ektoplasma dir nichts.
Und dann ist es irgendwann nur noch darauf aus, wer hat mehr, also mehr Damage auf dem Feld, wo mehr weh tut. Naja, du bist ja noch in der Zeit, wo nicht sonderlich viel mit Effektschaden wirklich gespielt wird. Na doch. Man vermisst so die alte Zeit manchmal. Nee. Ah, long, long time ago. Die Sache ist, sie ist ja nicht weg. Du kannst ja immer noch mit den Karten spielen, so ist ja nicht. Wenn du einfach sagst, so Master Rule 2, das heißt, jede Xyz-Karte ist verboten. Gut. Sag mal, gab's nicht mal Karten, wo gesagt haben, du darfst pro Zug nur zweimal irgendwas machen? Wie zweimal? Es gab sowas wie dunkle Tür, wo du nur einmal in der Runde angreifen darfst. Also halt generell, dass halt auch irgendwie limitiert wird, in dem, was du... Also ich meine, das wäre so ein Alpha-Genickbruch für jeden, der da so eine Stunde an einem zuguckt. Ich gucke auf dich, Andy. Hey. Hi. Andy geht noch. Ich? In den Community-Runden habe ich ein Deck kennengelernt, was Andy in den Schatten stellt. F.A. F.A. ist einfach... Kretze. Steht wahrscheinlich schlecht umschrieben für Fuck. Ja, kann gut sein. Tja, dein Structure Deck war scheiße, Junge. Curse of Dankness. Hast du ihn nicht eigentlich die ganze Zeit einfach nur mit seinem eigenen Monster besiegt? Yes. Dein Structure Deck war scheiße. Ich habe zwar nichts gezogen, mit dem ich dich angreifen konnte, aber deine eigene Puppe hat dich zerstört. Ey, Ektoplasma, ne? Dein Deck riecht nach Wurst. Ich glaube, jetzt muss ich wieder zu dem anderen zurück. I don't know. Ich glaube, man muss nur ein so ein Structure-Deck-Duell mal machen, nur um denn, ne? Vor allem hat mich der Typ von da bis hier unten mit dem Motorrad gefahren. Ne, warte mal, wo war denn das jetzt? Mal wohl ein richtiger Trailride. Das muss richtig interessant gewesen sein. Na, wie gefällt dir mein Moped? Moped. Das ist ein Moped. Moped. Mein Moped. F.A. Fuck all. So nett war er. DPS Dicks per Second. Ja, das ist einfach... Der Moment, wenn der Zug einfach nicht aufhört. Ja, weil es wirklich alles triggert. Meine KI schön und gut, die kann nicht anders, aber wenn dann wirklich Leute unten. Und jetzt mach ich noch das und jetzt mach ich das. Kumpel, ich hab noch 10 HP. Könntest du bitte? Okay, ja, das ist wirklich absoluter Disrespect. Ich verstehe, wenn man noch was in der Backrow hat und dann muss man irgendwelche Sachen, solche Plays machen, die dann so einen mystischen Raumtelefoneffekt oder so dann später triggern. Wo Backrow entfernt einfach. Wo Backrow entfernt. Dann ja, aber wenn man einfach nur seinen Ultra Beatstick rausholen will, um zu zeigen, boah, mein Schwanz ist so groß, dann. Nix per Second. Ja, dann nee. Dann sag ich auch, ich surrender. Tschüss. Aber Andy, hast du ihn auch fest in die Hand genommen? Das kommt dann später. Oh nein, ich will's nicht nochmal hören. Oh. Ich will mir was zu essen machen. Ich hab langsam echt Hunger. Gut. Hol zuerst dein Deck, dein Motorrad ist nicht so wichtig. Ja, mal überlegen, das eine ist ein Arsch voll Geld wert, das andere ist ein Stapel Karten, der bedruckt wurde. Ich find's immer noch unglaublich, wie viel bedruckte Pappe mit ein bisschen Laminierfolie wert sein kann. Tja. Ich find's erstaunlich, wie viel buntes Papier wert sein kann, wir nennen es Euro. Naja, gut, das ist halt offiziell anerkanntes Tauschmittel. Ja, die Preise, die man für die Karten verlangt, sind auch offiziell anerkannt. Irgendein Idiot findet sich immer dafür bezahlt. Ja, schon. Ich meine, wenn du überlegst, es gibt sogar Idioten, die würden sogar für Merch als Geld ausgeben, dass wir Shadow...
Hey Kinder, wolltet ihr ein Shirt haben, auf dem der Schorschkock drauf ist? Ist er nicht die Mutter? Ist er den Müsli-Riegel? Halt die Klappe! Keiner will deinen scheiß Müsli-Riegel. Sicher. Die wollen Merch, die wollen Hemden. Aua, aua, ha, 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 aua, aua. Oh, oh, der Geschäftssinn haut rein. Oh. Der Geschäftssinn haut rein. Hörst du wieder Stimmen aus anderen Sphären? Oh, ich hasse dieses Gefühl, wenn irgendwo... So, das fühlt sich an, als ob konstant ein Haar von dir irgendwo gezogen wird. Aua.